Roter Knopf, so an. Rekord. Ja, läuft. Okay, die Kamera läuft. Ich beginne jetzt im Grunde genommen sehr ähnlich, wie ich das auch auf der, mit der Rückenlage tat. Fange wieder an, hier selber meine Mitte zu finden, meine Erdung zu finden. Atme hier tief in mein Zentrum, versuche, dass meine Schulter locker sind. Stell mir vor, ich wäre wie so eine Marionette hier an der Schnur. Und versuche auch diese Haltung im Großen und Ganzen natürlich in der Bewegungsflexibilität beizuhalten, beizubehalten. Und wenn es mal nicht gelingen sollte, ihr habt ja hier auch viele Spiegel beim Üben, könnt ihr euch auch immer selber so ein bisschen reflektieren, indem ihr dort reinschaut und schaut, wie ist eure Haltung. Jetzt mache ich wiederum hier den Kontakt auf den Füßen, spüre so ein bisschen, sind die Füße warm, kalt, fühlen sie sich geschwollen an, sozusagen erdender Aspekt, so, ne? Ich gieße hier meine Blume von der Wurzel her. Dann leite ich wiederum an den Konturen entlang, ne, hier zu den Handgelenken hin, richte mich etwas auf und mit der ihrigen Ausatmung lasse ich hier meinen Schwerpunkt nach hinten sinken, sodass die Schultern in die Depression geführt werden, nach hinten gezogen werden und kann jetzt auch hier an beiden Beinen ziehen und hänge hier wiederum meinen Schwerpunkt ran. Nun kann ich diese Palm Steps, wir haben die auch gemacht, in Seiten der Beine vorhin bei der ersten Sequenz, kann ich das auch sehr gut auf den Fußflächen machen. Ich alterniere hier wieder mein Gewicht von links nach rechts, versuche dabei gerade zu bleiben und übrigens, wenn ich mal merke, meine Handgelenke sind ganz schön beansprucht und vor allen Dingen meine Extension, ich kann hier auch mal mit der Rückhand, mit der Flexion meiner Hände arbeiten, um einfach für mich so eine gewisse Balance zu finden oder mit meinen Fäusten arbeiten, diese verschieden positionieren. Ich habe hier wirklich ein sehr reichhaltiges Triggerstäbchen, sage ich mal, mit meinen ganzen kleinen Knöcheln, Kanten, Spitzen. Und was in der Thai-Massage auch sehr typisch ist, man geht auf den Fußflächen spazieren. Ich richte mich auf, behalte Kontakt und alterniere hier auch mein Gewicht von links nach rechts. Habe hier ein Gefühl für meinen Schwerpunkt. Und lauf mit meinen Füßen auf den ihrigen und spüre auch über meine Füße, wie ist die Konsistenz. Klar, jetzt beim Patienten haben die dann auch meist Socken an oder ich habe Socken an, aber so ist es auch so üblich, okay. Und könnte jetzt den Kontakt halten, oder halte den Kontakt und kann den zweiten Gang schalten und hier mit meinen Fersen laufen. Und ich bewege mich hier so ein bisschen wie so eine Boje im Wasser oder ein Fähnchen im Wind. Ich pendle hier links nach rechts und alterniere dadurch mein Gewicht. Übrigens, diese ganzen Sachen, die wir an den Beinen gemacht haben, müssen wir jetzt noch nicht, die mache ich natürlich jetzt in größeren Kursen dann wieder auch von der Seite her ausführlich. Viele Sachen kann ich natürlich genauso auch aus dieser Position heraus gestalten. Aber dadurch, dass wir nur zwei Tage haben und untere Extremitäten eben schon sehr stark im Fokus hatten, werde ich mich mal jetzt mehr um das Thema Rücken gleich kümmern. Können wir noch diese Technik einbauen. Ich überkreuze hier Ihre Füße, stabilisiere hier am ISG und gehe jetzt mal hier so in die Dehnung. Dehnung im Tibialis Anterior, Dehnung im Quadrizeps
Und kann natürlich auch, wenn ich nur einen Fuß oben habe, habe ich danach den anderen Fuß oben. Okay, jetzt mache ich meine typische Thai-Technik, die sogenannten Palm Steps, die paravertebralen Palm Steps. Und ich beginne erstmal mit dem unteren Rücken und also mit dem ISG, der LWS, der BWS, eher den kaudalen Teil der BWS, wo ich gut aus dieser Positionierung rankomme. Es gibt jetzt hier viele Möglichkeiten, wie ich mich positionieren kann. Es gibt eine Möglichkeit, die sollte ich nicht machen. Die ist nicht nur unseriös, die ist auch unbequem. Das ist das Schatzmassieren mir bei den Rücken. Oh, man geht der fette Sack endlich wieder runter. Ne? Jeder kennt das vielleicht, nicht jeder, aber so der eine oder andere. Wenn jemand, auch der leichter ist, lange auf dem Gesäß sitzt, das ist unangenehm. Also das versuchen wir zu vermeiden. Eine Möglichkeit, um das zu vermeiden, ist, dass ich bin hier auf meinen Knien, dort auf meinen Fußballen. Jetzt sitze ich nicht wirklich drauf. Ne? Jetzt habe ich hier eine schöne Variante des Arbeitens. Das ist eine Variante, die ist für Sie nicht belastend. Und ich habe auch nicht so viel Körperkontakt, wie es aussieht. Die andere Variante ist, oder eine der anderen Varianten ist, ich gehe hier mit meinen Knien an die Sitzbeinhöcker und habe jetzt mein Gewicht so auf ihrer ischokroalen Muskulatur verteilt. Auch wenn ich mich jetzt aufrichte, ist keine wirkliche Belastung. Das nimmt ihr nicht, als wenn ich auf dem Gesäß sitzen würde, so den Atem weg. Also nach dem Motto, 30 Sekunden ist ja ganz gut oder eine Minute, aber dann geh mal wieder runter. Ne? Selbst wenn ich jetzt das bei meiner Partnerin oder so machen würde, wäre das zu schwer. Und auch dann zu nah in dem Fall vielleicht nicht, aber für die Patientin und den Patienten ist es dann sicherlich auch sonst sehr nah, wenn ich dann flapsig dort sitzen würde. Ich kann natürlich auch noch aus dem Schwerpunkt ausarbeiten, hier gar keinen Kontakt mit meinem Bein haben und beispielsweise in dieser Position arbeiten. Auch das ist möglich. Oder ich möchte mal was für meine eigene Dehnung tun, sagen meine Knie strengen mich an. Ich kann natürlich auch das machen. Hauptsache, ich arbeite mit meinem Eigengewicht aus meinem Schwerpunkt raus. Ne? Da könnt ihr gerne mal ein bisschen experimentieren. Kann auch mal ein Bein strecken dabei. Okay, ich bleibe mal jetzt, da hat man eine gute Sicht auf die entsprechenden Zonen, die ich jetzt behandeln werde in dieser Position. Also Knie, Fußball, ihr könnt euch selber schauen, welche Position ist euch gerade am liebsten. Wenn ich Wirbelsäule denke, denke ich die ganze Wirbelsäule, also wirklich die ganze, den Occiput mit, die HWS mit, die BWS, die LWS und das ISG mit. Das heißt, wenn ich jetzt so ein bisschen hier in die ersten vorbereitenden Techniken gehe, kann ich gut am ISG zum Beispiel beginnen. Dort haben wir wirklich die Lumbalfaszie, ist wirklich eine sehr, sehr dicke Bindegewebsschicht. Hier kann ich so ein bisschen so wie vorhin am Oberschenkel greifen, auf das ISG raufgehen, an die Kanten gehen. Mein Daumen ist jetzt hier so am Piriformis Ansatz und kann einfach das ISG so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, nach Caudal Cranial schieben und hier schon mal so ein bisschen mit meinen Fingerbeeren Druck geben. Kann auch mal vorsichtig so leicht ein bisschen Händen raufgehen, aber das ist eigentlich hier erfahrungsgemäß das Bequemste. Bevor ich jetzt paravertebral arbeite, kann ich mal so ein bisschen hier so quer dehnen, bin hier am Scapularand. Hier so leicht neben über der Crista Iliaca und bringe hier meinen Körperschwerpunkt ein. Und aus diesem heraus mache ich so kleine Vordehnung, kann natürlich auch unilateral machen. Kann übrigens auch mal hier auf die Beugeseite der Arme gehen. Hier was ähnliches machen wir von den Beinen, mal kurz den Puls so ein bisschen, also den Blutfluss so leicht blockieren, was ich natürlich wiederum nicht machen sollte bei Patienten mit Herzschrittmachern.
mit Herzrhythmusstörung, mit Bluthochdruck und kann dann auch hier schön auf- und abarbeiten, so ein bisschen dadurch die hier indirekt die Tiefenatmung, dieses mobilisieren. Hier sind übrigens auch die Meridiane von Herz, Kreislauf und Lunge in der chinesischen Medizin. Kann hier wirklich die Tiefenatmung so ein bisschen beeinflussen, gerade wenn die Patientin lange auf dem Bauch liegt. Jetzt beginne ich mal mit meinen Palm Steps. Es gibt wiederum die Möglichkeit des gleichzeitigen Drucks, die viele Teiler machen, die aber verglichen mit der alternierenden Variante sowas Zusammenstauchendes hat. Deswegen bin ich jemand, der diese alternierende Variante in der Regel vorzieht. Hier meine Unterarme sind so, als wenn sie locker zusammengebunden sind. Und hier diese Kimme, wo ich hier durchgucke, hier bei meinen Handballen, ist genau der Abstand, den ich benötige, um nicht auf die Dornfortsätze zu drücken. Jetzt kann ich hier über den ISG L5 beginnen und gehe jetzt wirklich Step by Step. Meine Arme bleiben zusammen. Hier mit der Geschmeidigkeit einer Katze in die kraniale Richtung von der LWS auf die BWS rauf, so zum Zenit, zur höchsten Stelle der BWS. Und wo es hier bergab geht, würde ich instabil werden, wenn ich jetzt weiter Richtung TH1 gehen würde. Ich gehe jetzt einfach zurück und sage, okay, den anderen Bereich, den versuche ich aus einer anderen Positionierung heraus zu behandeln. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Jetzt arbeite ich vertebral, paravertebral. Normalerweise bei der Thai-Massage würde ich jetzt über den Querfortsätzen akupressieren. Ich mache es aber noch etwas geschickter. Ich rutsche ganz sanft vom Dornfortsatz zwischen die Dorn- und Querfortsätze, versuche die Wirbel auf der transversalen Ebene nach links und rechts leicht zu schieben und fordere sie dann auch auf, Eigenbewegung einzubauen, mit dem Ziel, dass ich ganz, ganz tiefe autoktone Muskeln wie die Rotatoris, die Multifidi, also die Facettengelenk verbindenden Muskeln, mit in Bewegung setze. Das sieht so aus, ich gehe jetzt zum Beispiel hier auf L5, rutsche dann mit meinen Daumenbeeren zwischen die Dorn- und Querfortsätze, versuche erstmal passiv zu verschieben und bitte dann meine Patientin, dass sie ihre Wirbelsäule so bewegt, als wenn diese eine kleine Schlange wäre oder eine große Schlange wäre, dass die Eigenbewegung noch dazu führt, dass ich wirklich eine ganz kleine Gleitmobilisation in die Wirbelkörper bekomme. Mache ich natürlich nicht, wo schon Gleitwirbel sind. Sieht dann so aus, ich rutsche jetzt hier runter, schiebe jetzt nach links, nach rechts und du kannst gerne ein bisschen mitbewegen. Bin jetzt sozusagen in der Dachkammer bilateral, rutsche jetzt die Hauswand runter über die Querfortsätze und kann so Wirbel für Wirbel hier lang wandern und wirklich nicht nur vertikalen Druck ausüben, sondern auch hier kleine Mobilisation einbauen. Das ist der innovative Teil. Wird in Thailand keiner so machen. Die werden einfach nur hoch und runter gehen. Aber ich finde das natürlich therapeutisch noch intensiver. Wie fühlt sich das für dich an? Gehe jetzt auch wiederum nur so weit, wie ich hier bequem komme, dann wieder zurück. Zwischen die Dorn- und Querfortsätze kann da auch verweilen. Über die Querfortsätze, Wirbel für Wirbel. Da, gerade wo ich wenig Beweglichkeit, wo ich viel Spannung spüre, verweile ich ruhig mal. Guck mal, meine anderen Finger, die geben mir so ein bisschen Stabilität hier. Wenn ich die jetzt nicht mit aufsetze, ist meine Belastung für meine Daumen auch viel größer und gleichzeitig sind das natürlich hier auch kleine Befundungsspione. Vielleicht will ich nachher mal eine Quadratus Lumborum rein oder so.
Wenn ich übrigens über den ISG bin, kannst du auch mal so ein bisschen den ISG bewegen. Hoch, runter, zur Seite. Ne? Auch da kann ich hier sehr schön über die Eigenbewegung arbeiten. Das sind auch so Möglichkeiten, wie ihr sowas in die KG einbauen könnt. Krankengymnastik einbauen könnt. Jetzt stelle ich mir eine Linie vor, wenn ich hier paraskapular mir hier eine gerade Linie vorstelle, dort wo der Erektor, also der ganze autoktone paravertebrale Muskelkomplex hier nach lateral kippt, wie so ein Deich, stelle ich mir eine zweite Linie vor und kann auch diese Linie mit meinem Daumen hoch und runter gehen. Und mache das so ungefähr maximal bis zur Linea Scapulae. Spina Scapulae meinte ich natürlich. Also nicht weiter, weil ich dann hier auch da oben wieder unbequem wäre. Und kann jetzt hier, schaut mal, wenn ich jetzt hier im Bereich des Quadratus bin, kann ich ein bisschen tiefer gehen und so ein bisschen Druck nach innen gehen, in die Tiefe rein. Da erreiche ich übrigens auch potenzielle Triggerpunkte des Quadratus lumborum mit. Und jetzt kann ich hier wieder am ISG arbeiten und kann jetzt hier nochmal locker so ein bisschen nachdehnen. Nun habe ich ein Problem. Ich habe natürlich den wichtigen Bereich der oberen Brustwirbelsäule und den sehr wichtigen Bereich der Halswirbelsäule nicht behandelt. An der Halswirbelsäule gibt es auch noch einen anderen, oder es gibt noch einen Bereich, der immer behandelt werden sollte. Das ist der Atlasbereich, der Bereich der Kopfgelenksmuskulatur, dort hier, wo wir unsere Feineinstellung der Kopfbewegung bewirken. Aber so kann ich schwer an den Hals rangehen und der Hals ist ein gefährliches Terrain. Wenn ich auf diesem Terrain bin, ist es sehr klug, A, die Halswirbelsäule in eine ausgewogene, gerade entlastende Positionierung zu bringen, B, wiederum mit der Eigenbewegung zu arbeiten, weil dann erzwinge ich nicht. Wenn ich den Patienten sage, sie sollen sich reinbewegen und das nur so weit sie das auch wollen, werden sie sich nicht selber den Hals brechen. Deswegen mache ich an der HWS ungerne irgendwas, was auch nur in die Tendenz des Manipulierens geht. Es gibt natürlich auch Fälle, wo ich an der HWS manipuliere muss. Das ist dann eine ganz, ganz andere Liga, in der wir jetzt hier nicht arbeiten werden. Und das ist wirklich das allerletzte Mittel und das bedarf natürlich sehr viele Kenntnisse. Hier werden wir jetzt gleich aktive Mobilisationsvarianten entdecken, die uns sozusagen auf die zu 99,9% sichere Seite bringen. Jetzt bewege ich mich mal zu Ihrem Kopf hin und behalte jetzt den Körperkontakt. Setze ein Bein auf, ziehe das Knie runter und ziehe das andere Bein nach, sodass ich jetzt nicht hier hinstolpere. Jetzt habe ich hier natürlich auch die Möglichkeit, über den ISG zu arbeiten, über der LWS zu arbeiten, aber auch über der BWS, über jeden Bereich, wo ich vorhin nicht gut rangekommen bin. Jetzt kann ich, jetzt, wenn ich die Palm Steps hier wiederum gemacht habe, nach dem gleichen Muster, natürlich auch an den Wirbeln von TH1, sagen wir mal bis TH10 ungefähr oder auch kürzer, wenn ich doppelt wo drauf bin, ist es auch kein Problem, nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Ich fixiere hier den Dornfortsatz, gehe durch den, zwischen die Dorn- und Querfortsätze, du bewegst mit, gehe über die Querfortsätze und kann hier wirklich so die Wirbel mit dem Druck in so eine kleine Translation, so eine kleine Gleitmobilisation bringen, um auch sehr tiefe Muskelstränge wie die Multifidi oder kleine facettengewendeten Muskel, besser ausgedrückt, oder die Rotatoris
erreichen, weil sie ja auch diese kleinen Bewegungen jetzt macht. Ne, oft erreichen wir ja normalerweise ganz tiefe Bereiche der Muskulatur nicht und das ist eine gute Möglichkeit. Ne? Okay, dann mal ruhig. Jetzt kann ich hier natürlich mit all meinen Fingern sehr gut intraskapular arbeiten, aber auch hier am Skapularrand arbeiten und kann diese laterale Linie natürlich auch jetzt hoch und runter arbeiten. Ruhig hier bis zu dem Piriformis-Ansatz hin und wieder zurück, so dass ich da auch noch so einen kleinen Akzent setze. Und kann jetzt hier so in Richtung Acromium die Bewegung mit meinem Daumen, der ist dort, auslaufen lassen und hier die stabilisierenden Finger können auf den Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor tanzen. Und befunden natürlich gleichzeitig. Es ist hier Festigkeit, es ist hier irgendwo ein Bereich, wo sie auch sagt, den ich mir später nochmal anschauen möchte dann. Wenn dem so ist. Jetzt kommen wir zu dem Problem, wie kriege ich es in eine Position, dass ich gut am Hals arbeiten kann. Zum Beispiel so, dass ich sie auf meine Schenkel lege, habe hier eine gute Traktion und ihr Kopf ist jetzt nach unten stabil auf der Matte drauf. Natürlich gibt es Patienten, die kriegen das nicht hin. Aber viele bekommen es hin. Jetzt habe ich hier übrigens einen sehr schönen Hebel, um hier so ein bisschen da nach oben zu drücken, hier paraskapular zu arbeiten. Kann hier sehr vieles machen, komme hier sogar in den Subskapularis rein. Kann hier so einen kleinen Traktionszug machen und kann jetzt hier erstmal den Hals so ein bisschen, sagen wir mal, das Kätzchen streicheln durch diese Zupfbewegung, so ein bisschen detonisieren. Wäre gut, wenn ihr euch nachher vielleicht noch eine Matte oder irgendwas dorthin legt. Und danach gehe ich mit meinen Fingern auf den Bereich der Kopfgelenksmuskulatur, das heißt Linea Nuschae, also unterer occipitaler Bereich, Bereich der ersten drei Halswirbel, besonders auch des Atlas. Übrigens geben da zwei sehr wichtige Nerven in den Kopf rein, der occipitalis major und minor, der oft bei Kopfschmerzen, zervikalen Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen mit von der Partie ist. Auch Auslöser sein kann für spätere Migräneprozesse. Jetzt habe ich hier meine Fingerbeeren drauf, kreise die Fingerbeeren nur sanft nach links und rechts und bitte dich dann, kleine Rotations-, Inklinations-, Reklinationsbewegung zu machen. Patienten würde ich dann wahrscheinlich sagen, kleine Ja-Nein-Bewegung. Und sie bewegt sich jetzt selber hier in den Druck rein. Ich bin auf der sicheren Seite. Das kann ich an der ganzen HWS fortsetzen. Ich kann jetzt hier meine Finger zwischen die Dorn- und Querfortsätze parken und du bewegst einfach deinen Kopf jetzt wie ein Schlangenbaby, welches sich durch die Felsspalten schmiegt. Und da, wo du Lust hast, in den Druck reinzugehen, gehst du rein und raus. Und wo du keine Probleme hast, oh, das ist mir aber auch ganz ungeheuer, dann sagst du das und gehst dann am besten nicht rein. Kann auch ein bisschen weiter hier nach lateral über die Querfortsätze gehen. Könnt jetzt auch hier die Daumen nehmen, das ist mir überlassen. Ne? Aber ich bin auf der sicheren Seite. Sie bewegt sich aktiv und aktiv bewegen ist ja auch was, was wir erreichen wollen. Und aktiv bricht man sich in der Regel nicht selber den Hals, jedenfalls nicht über die sanfte, geschmeidige, fließende Bewegung. Okay, jetzt kümmere ich mich hier unilateral mal schon um den Rücken und die Schulter, lege jetzt den Kopf dorthin, wo ich nicht bin, also sie schaut von mir weg und positioniere mich jetzt hier seitlich, habe mich jetzt hier hingekniet und nehme mir jetzt hier einen Arm. Und wenn ich jetzt hier meinen Oberkörper torsiere, habe ich einen wunderschönen Traktionszug. Ne, eben hat es richtig schön irgendwo knapp was im Handgelenk. Ja.
Ne? Und habe hier wirklich diesen Zug, kann ich benutzen. Wenn wir morgen auch mal das Thema Epikondylitis so ein bisschen mit anschneiden werden, ich habe hier wunderbare Möglichkeiten, das Handgelenk zu mobilisieren, hier Traktion in den Fingergrundgelenken auszuführen oder die Hand zu mobilisieren, Extension, Flexion, Pronation, Supination. Und hier auf den Muskelbäuchen, zwischen den Muskelbäuchen zu arbeiten, auf den Trizeps zu arbeiten, im Bereich der Epikondylen zu arbeiten, auch an den typischen Lokalisationsstellen für den Tennisarm, sowohl auf der Streckseite Tennisarminseration sozusagen, also Tennisarm, also Inseration ist ganz klar, der Extensoren in dem Fall, es gibt dann so vier Typen der Epikondylitis, da die werde ich nachher kurz mal oder morgen kurz mal auch an die Wand projizieren. Die kann ich hier sehr gut palpieren, in diesem Bereich Druck ausüben, querfriktieren, kann übrigens auch drücken mal hier gegen, drücken mal dagegen, ne? Schauen, wo ist der Schmerz, handelt es sich eher am Golfarm oder am Tennisarm, meistens handelt es sich auch bei den Golfspielern eher am Tennisarm, übrigens bei 80% der Golfspieler, also meistens sind die Extensoren eher schmerzend als die Flexoren. Auch wenn wir in der Tastatur sitzen, haben wir sehr viel in der Extension beim Massieren. Aber auch zum Beispiel durch steife Handhaltung bei Zahnärzten, bei Chirurgen, hat man oft eine Epikondylitis radii-Problematik. Das dazu, ich kann hier natürlich auch dann später mit Trägerbandtechniken arbeiten, immer wieder mit Mobilisation und ich kann vor allem die Schulter mit einbeziehen. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Variante. Ich schlängel mich jetzt hier so in den Arm ein, der ist unter meinen Arm geklemmt. Wenn ich jetzt ganz kleine Arme habe und sie 1,90 groß wäre, kann ich auch hier unter die Beuge fassen. Jetzt kann meine andere Hand hier unter die Schulter gehen und jetzt bewege ich meinen Oberkörper auf und ab und bringe hier ihre Schulter in die Innovation, also ihre Scapula in Innovation und Depression. Und dadurch, dass ich hier die Bewegung so mache, dass ich eine Hand frei habe, kann ich jetzt gleichzeitig zum Beispiel hier in den Trapezius Descendens oder in den Levator Scapulae reinkneten oder auch mit meinen Fingerbeeren reindrücken, wo schmerzhafte Punkte sind, wo Tenderpoints sind und hier gerade im Zug in der leichten Dehnung den Druck verstärken. Habe hier auch Möglichkeit, dieses sogenannte Humerusgleiten mit einzubauen. Wenn ich hier den Humerus ein bisschen aus dem Glenoid ziehe, aus der Gelenkskapsel ziehe, ne, könnte, kann jetzt hier auch schön über den Trizeps gehen, zum Deltatruidus gehen oder hier mit der anderen Hand über der Scapula, am Scapularand arbeiten und hier in diesem mobilisatorischen Fluss bleiben. Oder kann auch jetzt wieder zum Rücken, hier mit meiner Ulna, mit meinem Ellbogen arbeiten und trotzdem weiter kreisen. Wichtig bei Schulterproblematiken sind die Außenrotatoren im Glenohumoralgelenk. Ja? Die Außenrotation wird im Glenohumoralgelenk bewirkt durch den Infraspinatus und den Teres Minor. Ein ganz, ganz kleinen Teil auch durch den Supraspinatus, der natürlich hauptsächlich der Starter der Abduktion ist. Auch der hintere Teil des Deltas bewirkt natürlich die Außenrotation mit. Aber die Außenrotation im Glenohumoralgelenk ist das, was wir vernachlässigen. Wenn wir am Computer sitzen, wenn wir Kühe melken, was ich was machen, massieren,
Liegestütz, sind wir meistens in der Inrotation. Wir haben hier pektoral konzentrisch eine Überbelastung und hier hinten haben wir eine Anspannung exzentrisch, wobei wir die gedehnten, in dem Fall leicht gedehnten Außenrotatoren in einem Dauerzug haben. Die sind verspannt, aber gleichzeitig ausgelastet und wenig trainiert. Deswegen haben wir hier Druck auf das Tuberculum minus, auf die vordere Kapsel. Wir haben eine starke Inrotation und wir haben eine Positionierung, die dazu führen kann, dass es beispielsweise zu einer durch die Störung des glenoidalen Rhythmus, zu einem Schulter-Impingement, zu einer Einklemmung der Supraspinatussehne kommen kann, hier in dieser Enge. Diese Tendenz wird meistens verstärkt, wenn zum Beispiel Leute, die 8 Stunden am Computer sitzen, danach sagen, oh, wir müssen mal endlich mal wieder ein bisschen Sport machen. Was machen sie? Bank drücken, Liegestütz, Klimmzüge, eigentlich all das, wo sie mehr oder weniger weiter in der Inrotation sind, die sie eh dauerkultiviert haben. Was sie nicht machen, ist die Außenrotation. Ne? Die kann ich hier haben. Die kann ich auch weiter oben haben, wenn ich die Arme kreise und mit der verlängerten Supination arbeite. Wenn Sie irgendwelche Übungen machen, machen Sie vielleicht das oder kreisen, aber ein wirklich bewusstes Arbeiten mit den Außenrotatoren des Glenohumoralgelenks, also mit den Infraspinatus, mit den Teres Minor, da wird wenig gearbeitet. Den sieht man nicht, wenn man im Spiegel schaut. Aber das sind die Muskeln, die hier den glenoidalen Rhythmus bewahren oder wiederherstellen können, indem sie die zu sehr nach vorne, also den zu sehr nach vorne gezogenen Humeruskopf natürlich dann auch wieder nach hinten ziehen, wenn sie entsprechend auch trainiert werden, um einen Ausgleich zu dieser konzentrischen, inrotierten Dauerhaltung zu bekommen. Eine sehr schöne Möglichkeit ist die sogenannte japanische Winkelkatze. Ne? Das kennt ihr so aus solchen Sushi-Läden. Die kann ich hier auch machen und kann diese Winkel-Winkel-Bewegung machen und gleichzeitig hier über das Tuberculum minus und Majus, also Minusansatz subscapularis, Majus supraspinatus, infraspinatus teres minor. Hier, als wenn ich hier Gas geben würde, kann ich querflektieren und hier so von der Tendenz der Innenrotation in die Außenrotation gehen, wo oft sehr, sehr viel Spannung ist, wieder den Humeruskopf so ein bisschen ausrichten und hier meiner Patientin bewusst machen, da solltest du trainieren und natürlich auch dafür sorgen, das hat sie jetzt möglicherweise nicht, den starken Rundrücken, den viele haben, wegzubekommen, der natürlich auch noch diese kyphotische Schonhaltung kultiviert. Ne? Und das sind sehr gute Möglichkeiten, hier fließend überzugehen. Schulterkreisung mit entsprechender Weichteilbehandlung, wo ich hier gut rankomme, aber auch paravertebraler Behandlung. Übergang, bewusste Mobilisation, bewusste Aktivierung der Außenrotation. Du kannst jetzt auch mal selber das japanische Winkelkätzchen machen. Und ich arbeite hier, ne, kann das auch eine aktive Bewegung machen und hier die Supraspinatussehne, aber auch das Tuberculum minus, der Ansatz des Subscapularis, ein bisschen entlasten. Gut, wenn ich jetzt hier schon sitze, kann ich auch sehr schön diese Hand hier so einklemmen. Warum tue ich das? Weil ich beide Hände frei habe. Wenn ich beide Hände frei habe, kann ich hier die Schulter anheben und zum Beispiel dann mit der anderen Hand gut hier unter die Scapula kommen, hier in die Inserationsbereiche des Serratus anterior zum Beispiel, ne? Der übrigens oft auch bei Ulnaris-Problematiken einen sehr, sehr starken Tonus hat. Und die Lockerung des Tonus bewirkt oft auch eine Schmerzlinderung in diesem Bereich, obwohl hier kein unmittelbarer Zusammenhang zum Plexus brachialis besteht. Aber über Faszienzüge ist dieser Bereich der Scapula, aber auch der Pektoralmuskulatur wirklich mit dem Arm in diesen Faszien continua, von denen ich vorhin sprach, verbunden.
Ne, das ist eine gute Möglichkeit. Oder ich kann hier den Arm auch so fixieren, die Schulter gehen. Ne? Das wäre übrigens hier eine optimale Supraspinatus-Dehnung. Der Supraspinatus bildet übrigens nach Thomas Mayers ein Faszienkontinuum mit den Levator Scapulae. Ne, da kann ich über die ganze Linie arbeiten und wiederum hier über die Inseration zum Arm gehen. Das zeige ich aber morgen nochmal an der Liege. Es gibt viele Möglichkeiten. Eine Sache, die wir auch üben werden, ist diese. Wir gehen in diese Position, vorausgesetzt beim Impingement würde es nicht gehen. Die Patienten kriegen ihren Arm so hoch, da Lärmhemmungen an der Liege, aber auch Ausweichvarianten. Jetzt kann ich hier die Scapula umfassen und hier Scapula thorakal eine Gleitmobilisation bewirken. Schiebe die Scapula zur Wirbelsäule hin, nach medial, nach lateral von der Wirbelsäule weg, nach caudal, nach cranial und kann die Scapula auch rotieren. Kann parascapular hier mit meinen Fingern arbeiten. Gerade hier spüre ich oft wirklich diese Kollagenüberschüsse, die Verklebung, diese fasziale Disbalance, kann hier auf dem Schulterblatt intraskapular arbeiten, kann hier mit meinem Haken subskapular arbeiten und kann hier auch komprimieren, traktieren, gleitmobilisieren im Glenohumeralgelenk. Soweit werden wir das morgen üben und dann werden wir noch am Schluss eine ganz verrückte Technik machen. Ich winkel den Arm an, steige jetzt hier über den Körper so rüber, bin jetzt in dieser Position, habe jetzt hier den angewinkelten Arm fixiert, greife hier unter die Scapula, ziehe hier diesen Arm zu mir hin, den Daumen drücke ich weg und komme hier richtig tief in die Rhomboidee und in die Inseration des Serratus anterior rein. Und lasst dann diese Bewegung ausfließen und könnt jetzt übrigens nochmal hier gleichzeitig dehnen und mein Fuß ist jetzt über der Innenseite der Arme, wo diese Meridiane, Herz, Herzkreislauf, auch Perikardmeridiane genannt, Lunge sind und kann hier wiederum die Tiefenatmung aktivieren, aber mit dem Fuß und den Händen gleichzeitig würde danach dann das gleiche Prozedere auch auf der anderen Seite machen. Soweit erstmal die erste Übungssequenz, die wir natürlich dann wieder mit Videobegleitung plus dem Rumgehen und Hilfestellung meinerseits üben, bevor wir dann überlegen, wie können wir das Teil davon auf die Liege übersetzen und mit konkreten Krankheitsbildern arbeiten. So weit, so gut. Ich lasse die Bewegung hier wieder so ein bisschen, mache hier einen würdevollen Abschluss. So weit zu dieser Übungssequenz. Kann jemand die Kamera mal ausschalten, aufs rote Knöpfchen drücken und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.